hat gesehen, dass Bielefeld ums Überleben gespielt hat, sich mit aller Wucht dagegen gestellt haben, heute zu verlieren. Und darauf waren wir eigentlich gut eingestellt. Zufrieden können wir ja, ich sag's mal, nicht sein. Wir hätten schon gern gewonnen und das war auch unser klares Ziel. Die Chancen waren da, aber ich denke auch für Bielefeld waren noch Chancen da und im Grunde kann man sagen, dass das Ergebnis gerecht unentschieden steht. Wir wussten, dass sie mit langen Bällen agieren würden. Zweite Bälle waren sehr wichtig. Es gab Phasen, da haben wir es gut gemacht und diese gewonnen. Aber Bielefelds Chancen sind meist daraus entstanden, wenn wir uns da nicht gut angestellt haben. Es war einfach ein sehr körperbetontes Spiel. War ein spannendes Spiel. Natürlich, Bielefeld hat alles gegeben, gekämpft. Wir haben auch alles gegeben. Wir hatten ein paar Chancen, aber eigentlich 1-1. War in Ordnung. Ja. Wichtig ist, dass ich versucht habe, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir heute ein ordentliches Ergebnis erzielen konnten. Und klar, persönlich gewünscht man sich immer am besten zu Null zu spielen als Torwart. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Und ja, aber ich bin froh, dass es gut verlaufen ist, dass ich auch das Vertrauen bekommen habe. Und ja, ich denke, es war ein ordentliches Spiel. Ich bin stolz darauf. Und ich muss sagen, danke zu meinen Kollegen, Trainer, Staff, zum ganzen Verein, Sportdirektor. War richtig schön, so einen Rekord zu machen. Auch ich muss ehrlich zu sagen, ich habe nie über das gedacht. Das hat auch heute passiert und ich bin sehr glücklich. Du hast bestimmt jede Menge Glückwünsche heute schon gekriegt dazu. Hat sich Vedat Ibisevic zufällig auch schon gemeldet? Nicht noch, aber vielleicht morgen, ja. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Hertha zu Hause und das wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen einen ordentlichen Saisonabschluss haben und ich glaube, wir wissen alle, dass wir eine schwierige Saison hatten und wir uns ab jetzt am Ende sehr gut gefangen haben und das wollen wir am besten jetzt noch abrunden mit dem Dreier zu Hause gegen Hertha, ja. Ich will einfach rausgehen und das Spiel möglichst genießen. Es war eine lange Reise hier für mich, aber ich habe jeden Moment genossen. Es gab viele Ups und Downs und jetzt möchte ich einfach in meinem letzten Spiel ein gutes Ergebnis erzielen. Für mich persönlich immer geht es um etwas. Ich bin immer motiviert. Ich will wieder, wenn es möglich ist, ein Tor zu schießen, zu gewinnen. Und wir wollen einfach mit einem Sieg Saison zum Ende bringen, ja.